In diesem Video zeige ich dir, wie du dich auf Werbeplattform e-Besucher registrieren bzw. anmelden kannst. E-Besucher ist eine hocheffektive Werbeplattform. Du hast eine sehr große Zielgruppe und du kannst auch sehr gut auf dieser Plattform verdienen. Okay, wenn du auf den Link geklickt hast bzw. der Link hier oben im Browser ist, dann befindest du dich auf dieser Oberfläche und dann gehst du hier auf Neu anmelden. Hier draufklicken und dann kommt dieses Anmeldefeld. Hier jetzt deine E-Mail-Adresse eintragen. Dann einen Benutzernamen. Mal schauen, was frei ist. Money for me. Ein Passwort. Dann hier unten diesen Sicherheitscode eingeben. Dann die Daten dementsprechend abspeichern bzw. aufschreiben. Dann etwas runterscrollen. Hier dann noch zwei Haken rein. Ich möchte über Aktionen und Neuerungen zu E-Besucher per E-Mail informiert werden. Und ich habe die AGBs und die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. So, und hier jetzt kostenlos registrieren. Hier draufklicken. Okay, dieser Name ist vergeben. Scroll nochmal runter und jetzt hier auf kostenlos registrieren. Der Name war frei, das hat geklappt. So, jetzt kommen einige Fragen. Neuermeldung, bitte wählen Sie folgende detaillierte Einstellung für die Teilnahme an unserem System. Surfbar und E-Mails, beides nehme ich natürlich. Und hier kann ich einstellen, maximal Anzahl der Mails pro Tag, 5 Mails. Ich erhöhe das hier auf 10, hat einen bestimmten Grund. Je mehr ich habe, desto mehr kann ich natürlich auch verschicken und habe mehr Möglichkeit, Punkte zu bekommen. Und jetzt muss ich mal umwechseln in mein E-Mail-Postfach. Das mache ich jetzt auch. Und sehe hier, E-Besucher Freischaltecode, klicke hier drauf. Und hier ist eine Nummer, der Freischaltecode, den kopiere ich mir. Aktivieren und rufen Sie bitte diesen Link auf, um Ihre Anmeldung zu bestätigen. Hier draufklicken jetzt. Sie haben sich erfolgreich auf E-Besucher registriert. Okay, das hat funktioniert. Und hier jetzt Ihre ausgewählten Interessen hier draufklicken. Hier kannst du jetzt deine Interessensgebiete auswählen. Auktionen, Auto zum Beispiel, Computer und Zubehör, Fun, Unterhaltung, Geld verdienen, MLM ist interessant, Gesund und Wellness ist für mich interessant, Haus und Garten ist interessant, Job Business ist interessant, kostenloses, also was du eben haben willst, kannst du hier ankreuzen, sonstiges, Sport, Webmaster, Homepage, Zeitschriften, Bücher. Okay, ich habe das mal für mich gemacht, gehe hier auf Speichern. Ihre Interessen wurden erfolgreich gespeichert. Dann noch einen kurzen Überblick bzw. einen kleinen Rundgang über diese Plattform. Gehe hier auf Start und Infos, dann befinde ich mich wieder auf der Hauptoberfläche und hier gehe ich jetzt einmal zuerst Account vervollständigen, klicke hier drauf und hier kommt jetzt noch einmal das Anmeldefeld, wo eben auch die persönlichen Daten einzutragen sind, im vollständigen Namen. Vorname, Zuname, dann hier das Geburtsdatum. Okay, da kommt so ein Feld zum Ausfüllen. Klicke hier auf das Jahr. Gehe dann zurück. Dann hier das Monat und den Tag dazu. Dann steht hier um das Geburtsdatum, dann das Land. Hier dann die Adresse eingeben, die Postleitzahl. Dann den Ort dazu. Dann die Straße, Hausnummer und die Zeitzone UTC, das lasse ich, das ist London Time für mich und gehe hier jetzt Daten bestätigen, hier draufklicken und hier kann ich jetzt meine Mitgliedschaft erweitern, wenn ich will, hier draufklicken und dann kommen hier eben verschiedene Angebote. Über das gibt es dann natürlich ein eigenes Video darüber, wie das funktioniert und hier jetzt allgemein noch einen kurzen Rundgang. Gehe hier auf Informationen, dann habe ich hier die Surfbar und hier die E-Mails und kann hier natürlich auch
verschiedene Punkte anklicken, was mich eben interessiert. Gehe hier auf Gesundheit und Wellness zum Beispiel und werde hier dann weitergeleitet auf andere verschiedene Plattformen. Dann hier auf Geld verdienen. Auch hier kommt man dann wieder auf verschiedene Plattformen. Dann hier Besuchertausch. Da ist dann die Surfbar. Hier sieht man dann die besuchten Webseiten und hier erhält Besucher. Und jetzt kannst du hier unten deine Seite eintragen, wenn du hast eine Landingpage oder eine Webseite, wie auch immer. Das mache ich auch. Die besten Werbeplattformen.com. Jetzt bewerben. Alle Interessensgebiete zulassen, maximale Reichweite. Das lasse ich natürlich, das heißt für alle Interessenten. Und hier meinen Namen eingeben. Okay, dann hier gehe ich auf Mailtausch. Hier ist wieder das Gleiche, hier kann ich wieder meine Seite eintragen. Mache ich wieder das Gleiche. Und jetzt bewerben. Dann hier die Sprachen auswählen. Ukrainisch ist weniger gut, wir nehmen Deutsch. Die Mail ist erotikfrei, natürlich. Und kann hier jetzt einen Werbetext eintragen. Das zeige ich dann natürlich in einem anderen Video. Dann hier oben Informationen, dann Mitgliederbereich. Hier komme ich wieder in den Mitgliederbereich. Hier dann Werbung kaufen. Hier werden dann verschiedene Angebote erstellt. Registrierte Nutzer 880.452. Also eine sehr, sehr effektive, umfangreiche Plattform mit vielen Mitgliedern. Deswegen auch sehr interessant. Und dann hier Neuigkeiten. Hier eine Beschreibung, wie das Ganze eben funktioniert. Vorteile des E-Besucher-Adden. So funktioniert das E-Besucher-Adden für die Surfbar. Also das genau durchzulesen. Gibt es jede Menge Möglichkeiten und Varianten. Und auch hier gibt es ein Forum. Auch das ist interessant. Hier Kleinanzeigen, Webmasterhilfe programmieren. Also sehr interessante Plattform. Und hier noch Hilfe. Ja, einen Punkt jetzt noch. Wo finde ich jetzt eigentlich den Reflink für diese Plattform? Ich gehe wieder hiervon auf Informationen. Gehe hier dann auf den Mitgliederbereich, hier draufklicken, scroll runter und finde hier jetzt meinen Reflink. Das ist jetzt mein oder dein Reflink da. Mit diesem kannst du auch diese Plattform bewerben. Und hier E-Besucher empfehlen. Und das ist jetzt noch einmal hier der Reflink und kann ich natürlich jetzt bewerben auf Google Plus, Twitter, Facebook, also auf allen Social Media Plattformen. Okay, das soll es jetzt kurz gewesen sein für die Registrierung bzw. Anmeldung auf dieser Plattform sowie einen kurzen Rundgang. Den Link für diese Werbeplattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist es natürlich auch okay. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.